Er kann knallhart sein. Das ist gar nichts zu tun mit Model. Du warst einfach ein Clown. Das ist wirklich scheiße. Aufwachen, aufwachen, Jungs, aufwachen. Sie läuft wie eine Ente. Und wenn du läufst wie eine Ente, dann kannst du nicht so viel gut die Beine kreuzen. Und das ist das Problem. Er kann streichelweich sein. Jemand wie du macht mich Fashion fabulous. Super, bravo, Lydia. Geil, Katja, du machst das sehr gut. Er ist Diva und gleichzeitig down to earth. Ist für jeden Spaß zu haben. Und die Teilnehmer von Austria's Next Topmodel lieben ihn. Und das obwohl oder gerade weil Papis ganz klar sagt, was er denkt. Gestern bei Challenge warst du wirklich eine Katastrophe. Papis Kritik zählt. Schließlich gibt es kein Modelabel mit Bedeutung, für das er noch nicht gebucht worden ist. Ich habe wirklich eine riesige Karriere gebaut, ja, mit Hilfe von anderen Leuten, dass die haben an mir geglaubt. Manchmal bis jetzt, ich frage mich auch, ich danke Gott und ich sage mir, oh, das war nicht, was ihr habt geplant für mich. Na, ich hatte total ein anderes Leben geplant für mich. Geplant war eigentlich eine Karriere als Informatiker. Gekommen ist es ganz anders. Papis wird während seines Studiums in Paris gecastet. Mittlerweile gehört er zu den bekanntesten und erfolgreichsten Male-Models weltweit. Ich habe vor Armani, Jean-Paul Gaultier, John Galliano, Givenchy, einfach vor alle gearbeitet. Papis lebt für Mode, was man an seinen unzähligen schrillen Outfits erkennen kann. Außerdem besitzt er eine Champagnermarke sowie ein Jeans-Label. Bei all der Arbeit vergisst Papis aber nie auf seine doch recht große Familie. Ich habe 25 Geschwister, 13 Brüder und 12 Schwestern. Das ist mir wirklich wichtig. Meine Familie ist mir wirklich wichtig. Seit Beginn seiner Modelkarriere unterstützt Papis seine Eltern, Schwestern und Brüder im Senegal. Ein Teil seiner Einnahmen geht direkt an seine Familie. Und Papis besucht sie, so oft er kann. Jedes Jahr nach Senegal zu gehen, ist ein auch Investment. So. Aber jetzt, wir haben Internet, wir haben Telefon, Handy, WhatsApp, alles. Das ist immer, wie die sind immer mit mir. Vielleicht hat Papis gerade durch seine Großfamilie ein spezielles Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse unserer Topmodel-Kandidaten. Er ist ständig mitten im Geschehen, lacht und leidet mit den Models und wird deshalb auch von allen geliebt. Also Papis ist ein voll geiler Typ, er ist voll offen, redet mit jedem, hat seinen Spaß. Ein total freakiger Typ, total nett, wirklich. Er gibt uns auch wirklich Tipps und versucht uns zu helfen, menschlich, super. Das hätte ich mir nie gedacht, dass er so herzlich ist. Papis Beliebtheit liegt in seinem offenen Umgang mit seinen Mitmenschen. Berührungsängste kennt er nicht. Und wenn er jemanden ins Herz schließt, dann zeigt er es auch. Ich schenke dir. Echt jetzt? Ja, klar. Danke. Ja. Echt? Ja. Nur weil du lieb bist. Dankeschön. Gerne schön. Danke. Ist so süß. Papis Großzügigkeit ist nur eine seiner vielen Facetten. Und wenn er den Kandidaten wieder einmal alles abverlangt, so kann man sich sicher sein. Er meint es ja nur gut mit ihnen. Mein Tag ist fertig. Okay.